Hallo, ihr Jungs, und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft mit Kathi und Dena. Hallo, hallo. Na, alles gut bei dir? Alles supi-tupi. Wir haben in der letzten Folge das hier gemacht, was Kathi unbedingt sich noch craften wollte. Ja, und zwar neue solche Keramikblöcke. Ja, aber zeig mal, wie schön das Türkis. Ist. Ja, ich schau, warte, ich baue sie einfach mal hier drauf. Zack, 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 zack. Und geben die neues Muster jetzt da oben? Nee, so nicht. Die Frage ist, ob man das irgendwie anders anordnen muss, weil Spark hatte die anderen, die auf denen wir draufstehen, stimmt, hier auch gemacht. Genau, ne? Und dann hatte die so, aber du hast es auch nicht hingekriegt, das hat Spark dann irgendwie. Ja, man muss die irgendwie von der so bestimmten Seite irgendwie halt so, irgendwie so hinstellen und dann. Aber ich weiß auch nicht, nee, die sehen aber alle gleich sieht aus. Sieht so aus, als könnten die ein Muster geben. Ne? Ja, ja, die könnten, eigentlich könnten die schon. Guck mal, das passt vielleicht so ein bisschen zueinander rein. Das passt aber nicht. Du musst ja mal weggehen, weil wenn du jetzt nicht weg ist, dann sammelst du es die ganze Zeit ein. Aber. Also ich würde denken, dass wenn ich so und so das... Nee, dann nicht. Wenn ich es hier so raufsetze, so auch nicht. Wenn ich es... Hm, jetzt war doch, oder? Nee. Ich glaube es nicht. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie, eigentlich kann man sich sozusagen da ein Muster noch draus bauen. Ich weiß es nicht. Ich habe das gerade mal geguckt. Es gibt auf jeden Fall dieses glasierte Keramik, die kannte ich noch gar nicht. Die gibt es in allen möglichen Arten und Formen. Die ist richtig cool. Und gerade diese gelbe, die wir ja schon haben, sieht richtig cool aus. Ja, aber die, finde ich, passt besser farblich zu uns. Ja, das stimmt schon. Nee, es ist, ich schaue gerade, es gibt auf jeden Fall Muster. Es gibt auf jeden Fall Muster, wie man das machen kann. Gibt es? Aber ja, wie, ja. Wie geht das denn? Und zwar mit 4x4 Blöcken kannst du das machen. Kannst richtig große Muster machen. Wir haben ja sogar sowas. Wir haben ja sogar genug für 4x4, ne? 4x4 sind 16 und wir haben ja in unserem Haus, glaube ich, nicht genug Platz. Nee, das müssten wir draußen machen. Müssen wir draußen machen halt, Kunstwerk machen. Den ganzen Boden. So. Man könnte hier so einen Läufer hier so. Also, ja. Oder hier so den ganzen... Das ganze Ding, aber dann würde unsere Decke halt danach ausschauen auch. Ich glaube, das wäre ein bisschen viel. Aber man könnte es auch am Strand halt machen, weißt du? So ein bisschen so als Kunstwerk. Weil wir haben hier eh schon, ne, unsere Bar, die ist auch in den ganzen Türkiston. Und hier auch in der Base, ne, also hier, wo wir sind, versuchen wir einige Türkistöne zu haben, auch beim Speak and Racing Design, ja, hier von der neuen Cap. Felix, ist auch Türkis. Ja, aber es ist ja auch, genau, du sagst immer Petrol, aber es ist ja auch Kies im Endeffekt. Oh, schau, wir können Level holen, wir können Level holen. Leute, wir haben nämlich richtig viel verzaubert in der letzten Folge. Und jetzt pass mal auf. Boom! Wie ich die jetzt wegschleudern kann. Du hast das jetzt. Yes, ich habe jetzt das gute Schwert, Leute. Bam! Vorsicht, da ist ein Creeper hinter dem Baum. Ja, den kann ich auch einmal wegschießen. Das ist ja alles stimmt, kein Problem. Für Creeper ist das eigentlich geil, ne? Ja, für alle ist das geil. Pass auf und zack, weg mit dem. Und den hau ich da auch nochmal weg. Und vor allem, Leute, haben wir auch eine... Ihr seht, wie wenig Schaden ich bekomme. Ich habe nämlich eine verzauberte Diamantrüstung. Upsala. Ich habe den Creeper richtig weggeschleudert. Im letzten Moment. Jawollo. Zack. Alter. Zack. Hat mich mal bedeckt, ne? Weg ist er. Ja, aber easy. Aber wir haben mit dem Schwert auch gar nicht so viel mehr übrig, weißt du? Ja, das stimmt, aber Asch, du hast auch recht. Ja, das stimmt schon. Ich dachte, wir hatten auch Haltbarkeit drauf. Ich dachte, wir hätten Haltbarkeit drauf, aber wir haben keine Haltbarkeit drauf, aber wer kann das denn schon wissen? Das ist jetzt ja neu für mich gewesen. So. Aber die waren halt an einer blöden Stelle, weil ich wollte ja genau hier so mein Mandala bauen, ein Kunstwerk, ne? Bauen. Mandala? Yes. Ja, kann man auch nicht auch Mandala nennen oder wie oder was? Ich weiß auch nicht. Ich hätte jetzt gehofft, dass das geht. Vielleicht kann ich das hier bauen. Ich brauche nur 4x4. Ist jetzt ja kein Riesenbereich. Es geht ja schon. 1, 2, 3. Müssen noch einen hier reinbauen. Komm, zack. Da ist noch ein Creeper. Nicht das denn hier? Wo ist er? Hinter nur dem Schaf. Baum hat er sich versteckt. Nur ein Schaf, was da ist. So, weil eigentlich sozusagen das kann man sozusagen dieses Keramikding, ne, 4x4 aufbauen. So. Und dann ergibt das so ein richtig krasses Muster. Aber erst, wenn man alle gebaut. Erst wenn sozusagen alle fertig eingebaut sind. Aber das ist doch jetzt 4x4. Ja, ja, genau. Nee, nee, aber das muss man, siehst du, das ist alles jetzt durcheinander, wie du siehst. Das muss man irgendwie so bauen. Je nachdem, wie man guckt, wenn man es baut, ist das halt ein bisschen anders. Also, es ist, ich habe das hier nebenbei mal offen. Das sieht dann nicht so krass aus wie das, was wir jetzt schon haben, auf jeden Fall. Aber es hat schon ein bisschen mehr ein Muster als jetzt, glaube ich. Aber bin mir auch nicht sicher, ganz ehrlich. Also ich habe keine Ahnung. So wie es jetzt ist, ist es noch nicht richtig, oder wie? Nee, ich glaube nicht. Also hast aber du wobei, es hängt ja schon ganz gut aneinander, siehst du das? Das ist ja schon, sag ich mal... Ja, schon, da ist schon ein Muster. Also eigentlich, das Muster soll so sein, dass das hier unten in der Ecke, das muss umgedreht sein. Ich baue jetzt mal einfach mal nach. Huch, hast du eingesammelt? Nee. Nein. So.
Das muss so sein. Ja, das. Ah, okay, der Kopf guckt immer zu ein. Kannst du ein bisschen runtergehen davon, weil sonst kann ich immer nicht bauen. Ja, aber ich will zuschauen. Der eine soll von. Der soll nach rechts gucken. So, der soll nach rechts gucken. So, ich baue es einfach nach. Ich habe das Bild hier aus der Wiki einfach bei mir online stehen. Und der andersherum. Also, ich baue es genauso, wie es sein soll. Der soll nach rechts gucken. Bin mal gespannt, was da rauskommt am Ende. So, der soll ganz normal so. Der hier. Ja, ja, doch, doch. Bekommt. Wird's langsam Muster? Ja. So ganz leicht zumindest? Ja, doch, 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 doch. Okay. Der hier geht nach rechts. Guck, du hast immer in der Mitte zwischen denen jetzt so vier Punkte, so schwarze. Das ehrt mich doch, das ist auch schön. Das ist doch toll. Geil, dass kein einziger richtig war, ne? Kein einziger einfach. Wie können denn alle falsch sein? So rein wahrscheinlichkeitstechnisch müssten auch manche richtig sein, aber nein. Aber da müsste man doch eigentlich auch 4x4 wieder so hinkriegen, oder? Also 2x2. Kann einfach auch sein, aber. Ups, so. Das stimmt aber auch nicht. Und ne, ist ja nicht alles hier die letzte Reihe noch. Der. Ah, doch, der wäre richtig gewesen, glaube ich. So. Und der hier ist fast. Der muss andersrum. Und dann habe ich es aber fertig. Mhm. Zack. Und der letzte ist. Der muss nach unten, dann haben wir es. Okay. Also, wie schaut es jetzt aus? Doch, doch. Also ja, ich verstehe, hier sind immer diese vier Punkte, hier sind vier Punkte. Um das herum dreht sich das sozusagen hier so im Kreis. So, das macht schon Sinn. Schau mal, wenn du hier von oben guckst, dann sieht es eigentlich ziemlich cool aus, finde ich. Also schauen, von oben. Hier, von hier, so ein bisschen. Ja, stimmt, ja, ja, stimmt. Ja, sieht ganz cool aus, sieht ganz cool aus. Ja, also, oder? Ich würde sagen, wir lassen es gerade erstmal hier, ja? Und dann überlegen wir uns nochmal, ob wir uns da irgendwie. Könnte so ein Dancefloor sein. Ja, stimmt. Stimmt, ey. Dann machen wir hier noch so Lichter hin und so weiter. Genau. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wo wir das hin tun sollen. Ob wir da irgendwie im Haus oder so noch irgendwo einen, sag ich mal, einen guten Ort dafür finden. Aber ich glaube, das könnten wir dann. Können wir eigentlich ganz cool dann machen. Ja, nicey! Mr. Skeletti, den ich jetzt einfach mal hier wegzimmer. Wir brauchen nämlich viele Pfeile. Wir können es aber auch Pfeile selbst machen, denn ich habe meine Glücksschaufel hier. Mhm. Dafür muss aber ich. Aber wir bräuchten noch Federn, ne? Wir brauchen Federn, aber das bekommen wir, aber du hast recht, da müssen wir uns jetzt auch am besten direkt mal drum kümmern. Kannst du mir ein bisschen Essen geben? Ich habe schon ein bisschen Hunger. Immer Hunger. ich hab wirklich ein bisschen Hunger. Ofenkartoffeln, sehr nice. Und kannst du alle Eier, die wir unten haben, noch holen? Ja. Also ich habe schon 12 dabei. Die kann ich, ups, hier gleich mal reinhauen, aber wir müssen jetzt gerade mal nämlich ein bisschen, ich glaube, es müssen hier leider ein paar Hühner sterben. Es tut mir leid. Was? Wieso? Nee. Ja, ja, aber wieso denn nicht? Nee, so haben wir jetzt aber nicht gewettet hier mit Hühnchen. Ich habe auch gar nichts gewettet tatsächlich meist. Also ich habe das einfach so gedacht, das finde ich eine sinnvolle Sache. Zack! Hallöchen, Freunde! Ups, da hat mich einer runtergeschubst. Deswegen bin ich jetzt sauer auf die. Kannst du mir ein Feuerzeug mitbringen? Weil meins habe ich, glaube ich, als ich irgendwie so einen Wald angezündet habe. Irgendwo habe ich mal einen Wald angezündet. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Aber da habe ich mal einen Wald angezündet. Das war ein bisschen. Würde ich gerne, aber überraschenderweise ist mein Feuerzeug weg. Also ich hatte ja auch eins. Ich glaube, deins habe ich auch benutzt. Egal, ich nehme mal Eisen, dann habe ich es auch. Stimmt, ich habe dir meins gegeben. Ja, und dann habe ich wahrscheinlich benutzt, ne? Aber hier ist noch eins in der Krimskramskiste. Hier. Naja, egal, jetzt habe ich schon eins gemacht. Jetzt habe ich schon eins gemacht, denn wir werden jetzt einmal kurz, es tut mir leid, ja, aber die Chicken durften jetzt echt lange überleben. Es ist halt irgendwie einfach mal langsam an der Zeit, dass sie ein bisschen angezündet werden. Hallöchen, ihr da, na? Oh, jetzt brennt ihr, oh nein. Was ist das denn? Was denn? Du, zündest du gerade die Hühner an? Nein. Huch, nein, du kannst doch nicht die Tiere ver... Nein. Huch. Nein, Felix, nein, hör auf. Nee. Was denn? Was denn? Ja, aber das ist ja Feuerbestattung. Das ist ja einfach ganz normale Feuerbestattung tatsächlich. So. Kann man sie nicht wenigstens mit einem Schwert töten? Nein, weil dann geben sie kein Fleisch, kein gebratenes Fleisch. Da muss man sie erst braten, wie aufwendig. Das ist schon alles wirklich seine Richtigkeit hier, Hallöchen. Außerdem ist aber auch ein bisschen lustig so. Ja, und auch ein bisschen sad so. Ist lustig, dass man Fleisch bekommt, aber auch Federn immer noch, ne? Eigentlich sind die Federn ja ein bisschen kaputt dann. Ja. Hallo. Oh Gott, das rennt die ganze Das war eins von meiner ersten Minecraft-Videos. War eine automatische, eine automatische Hühnerfarm, ja? Wo sie auch verbrannt wurden.
Deswegen, also, wer mich kennt auch in Minecraft, ja, also wenn es irgendjemand empört, irgendwas in die Kommentare schreibt, ja, das ist auf jeden Fall kein langer Fan, weil ich habe damals schon mit 20 Abonnenten habe ich schon genau das hier gemacht, ja, so habe ich angefangen auf YouTube. Schreibt mal bitte sehr empört in die Kommentare. Nein, ja, please nicht so empört schreiben. Ja, also wir haben tatsächlich, hast du deine Eier auch alle hier im Start? Ja. Dann Tür zu bitte. Dann kannst du jetzt nämlich hier alles an Eiern hinhauen und dann, zack, kommen ja schon die, können wir neuen Hühner wieder raus. Zack. Aber und ich habe ein bisschen zu viele Eier, glaube ich. Felix. Nein. Das kommt ja nicht aus jedem was raus. Ach so. Oh. So, perfekt. Einfach alles, genau. Einfach alles da raushauen, dann haben wir wieder ein paar. Naja, hau die alle raus. Hast du ein bisschen. Guck, siehst du, es sind viel mehr als davor. Das ist doch super. Guck, ganz viele. Wir denken alle, du bist die Mama. Und die sind süß, wenn die so klein sind. Hier kommt eine riesige Schnabel an von dem. Wie sieht das denn aus? Der hat aber dieselbe Schnabelgröße wie die Mutter. Was ist das denn? Ja, oh nein, ich glaube, ich habe mit einem Ei ein anderes Küken erschlagen. Ja, kann sein. So, jetzt ist Alter, wie viele das sind! Hey. Oh, die sind so gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen Federn am Start. Ja. Aber auch nicht viele, ne? Ich frag mich gerade, wo die sind, weil es waren echt nicht viele. 22. Naja. Immerhin. Kriegt man aus einer Feder nur einen Pfeil? Nein, ich glaube, vier Pfeile kriegst du raus. Ich glaube, du kriegst vier Pfeile raus. Ich habe ja ein bisschen Kies gesammelt. So, jetzt kann ich nämlich mal zeigen, ja? Was ich drauf habe, Kati, ja? Mhm. Schau es dir mal an, was ich jetzt nämlich machen kann. Zack, zack, zack. Ach so, und jetzt baust du. Und jetzt, ja, kann ich nämlich meine Diamantschaufel, die Glück 2 hat, kann ich jetzt nämlich nicht nur schön schnell durchhauen, sondern ich bekomme auch, zumindest manchmal und häufiger als normal, wenn ich das richtig sehe, bekomme ich eben die, die Dings raus. Die Feuersteine. Also ich glaube, es ist schneller. Ich habe gerade zwei rausbekommen. Hast du gesehen? Da kamen gerade zwei auf einmal raus. Also es muss auf jeden Fall schneller sein. Und das ist einfach ganz praktisch, weil man einfach ein bisschen eine höhere Chance hat. Und gleichzeitig ist es ja eine Effizienz-3-Spitzhacke, also Schaufel. Da kann man sich nicht beschweren. Das ist schon super. Und wir haben jetzt ja auch wieder eine Glück-3-Spitzhacke aus Diamant, ne? Das heißt zum Diafarmen. Können wir jetzt ja, auch. Ja, Glück 3, ja, genau. Und Effizienz 3 auch. Und Effizienz 4 haben wir auf der anderen. Ja, aber auf der ist Effizienz 3 auch sehr gut. Ich habe jetzt auch schon 15, jupp. Ja, ich baue die dann wieder neu auf hier. Ich brauche nur einmal 22, damit ich einmal sozusagen Pfeile machen kann. Einen Feuerstein habe ich auch noch hier in der Hand. Sehr gut. Dann machen wir uns nämlich beide Pfeile. Und sobald wir Level 30 sind, verzaubern wir beide nochmal, aber dann einen Bogen. Okay, aber das haben wir noch nicht gemacht. Ja, das stimmt. Bogen haben wir. Ich habe zwar meinen Durchschuss 4, aber ich hätte gerne noch mal was anderes, ehrlich gesagt, verzaubert darauf. So. Weil ich glaube, dass das. Weil es gibt was, wo du schneller schießen kannst damit. Und einfach Schärfe darauf und sowas. Und schon, Alter, wie viele da jetzt gerade rauskamen? Ich habe auch gleich gar keinen Kies mehr. Ah, weil wenn du Feuerstein rausbekommst, bekommst du keinen Kies mehr, damit du nicht unendlich hast. Okay. Aber ich habe 26. Achso, das wollte ich gerade fragen, weil das. Ich dachte jetzt, du kannst es quasi immer wieder machen. Nee, irgendwann ist es weg. Habe jetzt alle aufgebraucht. Aber es ist auf jeden Fall schneller gegangen, als hätte ich es nicht gehabt. Das war schon sehr praktisch. Gut, dann brauche ich aber nur Sticks, Feuerstein, Federn und zack. Damit haben wir ordentlich viele bekommen. Haben wir noch irgendwo Federn sonst? Irgendwas über? Ja, hier sind nochmal 7. Eine einzige Feder habe ich noch. Dankeschön. Aber ich habe auch so viele kann ich gar nicht machen. Aber... Damit habe ich jetzt erstmal genug. Perfekto. Nice. Dann, Karte hier bekommst du auch fast einen Stack Federn. Liegen hinter dir. Hast du schon irgendeine Armbrust? Ich würde sagen, Bogen haben wir nicht. Eine Armbrust wäre hier. Aber Bogen ist eigentlich besser, oder? Nee, nimm die Armbrust. Nimm dir zwei Armbrust. Nee, die kann man nicht reparieren, glaube ich. Nicht so einfach. Aber nimm dir die eine Armbrust. Genau, benutze die erstmal. Okay. Okay? Mhm. Du musst in der Armbrust immer erstmal schon mal einen Bogen einspannen. Und dann ist er bereit. Auch wenn du dann wechselst, weißt du? Auch wenn du es wechselst. Einfach gedrückt halten rechts. Ja, genau. Hast du bis zum Ende? Perfekt. So, und jetzt kannst du auch wechseln. Und wenn du jetzt darauf gehst, geht er sofort, ohne einmal was zu machen, macht er direkt. Pum. Hast du es gesehen? Das Bild abgehauen. Was? Ja, hier vor über der Tür. Kannst du wieder ranhauen? Rantun? Boah, voll fies, Felix. Ja, ich wollte ja mit irgendwas abschießen. Oh, aber oh nein. Ein Creeper-Bild. Oh nein. Ja, vor allem passt es jetzt nicht. Okay, das ist echt ärgerlich. Sein. Ja. Ja. Tu mal wieder ran, Gitte. Das kann es dauern. Oh Mann!
Nein, jetzt glitscht es auch noch fest. Jetzt kann ich. Oh Gott, Felix. Ja, du kannst ja mal kurz schauen, ob du es hinbekommst. Ja. Ich möchte jetzt, ich mache uns mal angeln in der Zwischenzeit. Leute, oh, wir wollen auch mal angeln gehen. Keins mehr. Fluch des Verschwindens und Köder 2. Oh, Köder 2 ist aber stark, glaube ich. Köder 2 ist stark. Köder 2 ist saustark. Hm. Und noch eine für Kati natürlich, damit die auch mal so tun kann, als ob sie angelt. Hallo? Ja, alles gut, alles gut. Felix, ich könnte die Angel auch noch verzaubern. Wirklich nicht ein einziges Einblockbild. Ich mach das jetzt seit 5 Minuten. Du machst noch nicht seit 5 Minuten. Gefühlt. Dann ich sag dir, wie du das machst. Und was? Zwar brauchst du einfach nur einmal hier, einmal musst du die Lampe abmachen, rechts. Die rechte. Mit irgendwas anderem, glaube ich, damit es schnell kaputt geht. Jetzt. So, und jetzt suchst du dahin das Bild. Man kann sich eins aussuchen, was du schön findest. Okay? Such dir eins aus, was du schön findest. Und dann gehen wir direkt nochmal schlafen, weil es ja Nacht jetzt. Okay. Lass erstmal schlafen gehen. Nee, jetzt gucke ich gerade, was schön ist. Sonst kommen die Monster, können wir nicht schlafen. Ja. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist ein Döner. Das ist Dönerbild. Döner? Was? Das ist ein Döner. Das ist eine Dönertasche. Das ist ein Fladenbrot. Das war früher schon immer Minecraft. Das war auch bei meinem ersten Minecraft-Let's Play, Leute. Wer erinnert sich? Das war das Dönerbild. Weil das ist hier so Döner, das ist das Grüne, ist der Salat. Das Rote ist so ein bisschen Soße und so. Das Braune ist natürlich das Fleisch. Und das Außen ist so ein bisschen, das ist halt das Fladenbrot. Boah. Lieblingsgericht würde ich immer beantworten mit Döner. Ich glaube schon, wirklich. Ja, also ich finde halt auch Steak geil und ich finde auch so geile Penne Arrabbiata finde ich auch richtig geil. Ich mag auch Pizza. Aber wenn du mich nach einem Lieblingsgericht fragen würdest, Döner. Mhm. Wirklich. Kein Spaß. So, du kannst rauskommen. Wir können nämlich mal ein bisschen, während hier unsere Kakteen schon gewachsen sind, nice, können wir ein bisschen angeln gehen zum ersten Mal. Haben wir nämlich noch sehr gar nicht gut, gemacht. Ja. Deine Angel liegt hier auch schon. Das ist die nicht glitzert. Weil Glitzer muss man sich erst verdienen. Und wieso? Aber ich will doch. Zack! Tiefseeangeln machen wir. Schau, von. Ja. Oder vom Strand aus einfach. Bitte nicht so! Was? Warte, hab ich was bekommen? Nein. Bitte nicht genau auf den Punkt angeln, wo ich auch angeln, weil dann sieht man nicht so genau, was. Hast einfach so genau dahin geworfen, wo ich auch war, ne? So richtig intelligent. Jetzt müsst ihr warten. Guck, bei mir kommt einer. Zack! Mhm. Und ich habe Angelglück. Ich habe einen Fisch bekommen. Na gut. Aber eigentlich, wenn man halt lange genug angelt, bekommt man so krasse Bücher, zum Beispiel Mending. Mending ist eine Verzauberung, die heißt auf Deutsch, glaube ich, ein bisschen anders, aber die bedeutet, dass man bei dir ist gleich einer, jetzt. Yes. Und was hast du bekommen? Weiß ich nicht. Kannst du im Inventar nachgucken. Ein Kabeljau. Ich habe auch nur Fische. Bis jetzt. Aber dann, wenn verzaubert sich, ist sozusagen deine Rüstung repariert sich selbst oder dein Schwert repariert sich selbst, was natürlich gerade bei dir Sachen richtig gut ist, nur durch Level. Und das ist eine Sache, ja, die wir natürlich total gerne hätten, sag ich mal. Ich habe gerade auf meinem, auf meiner Angel habe ich irgendeine Verzauberung drauf, die glaube ich ganz gut ist. Und zwar Köder 2. Ist die Frage, was das bedeutet. Ich schaue gerade mal nach. Köder, Verzauberung. Schnell zurück, bevor was anbeißt. So. Da hinten ist einfach ein Chicken mitten im Ozean. Was? Ich hab einen Sattel bekommen! Ich hab einen Sattel bekommen, Kati! Sehr gut. Ja, nice. Das ist sehr gut. Wir angeln auch völlig falsch. Wir müssen eigentlich von unserem schönen Dock da drüben aus angeln. Ja, dann gehen wir mal zum Dock rüber. Das ist viel richtiger. Viele haben uns auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, dass sie mal angeln, eine Angelfarm bauen sollen. Das Ding ist, eine Angelfarm funktioniert so, dass man sich so eine kleine Konstruktion baut. Die ist nicht schwer, die habe ich auch schon mal im Singleplayer gebaut, um es auszuprobieren. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann geht automatisch. Dann kannst du zum Beispiel ein Buch auf deine Angeltaste tun, also auf die rechte Maustaste. Und dann kannst du sozusagen einfach die ganze Nacht durch 10 Stunden lang angeln. Und dann bekommst du halt viele Sachen. Aber ich weiß nicht, könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gut findet, wenn wir das bauen. Weil es zu bauen ist kein Problem. Aber dann können wir uns sozusagen mal einen Zeitraffer machen, wie wir die ganze Nacht durchangeln. Aber ist halt nicht so spannend, ne? Ich würde auch sagen, es ist halt keine so spannende Sache. Nee. Aber das hat Angeln halt so ein bisschen an sich. Aber dafür, wenn man so selbst angelt, ist es irgendwie ein bisschen cooler, weil man halt irgendwie was macht. Ich habe irgendwie so eine Nautilus-Schale bekommen. Ja, es fühlt sich an wie Angeln halt, ne? Ja, man bekommt halt ein bisschen was. Hast du mal geangelt, so richtig?
Ja, als ich ein kleines Mädchen war, war ich meine Großeltern in Florida. War ich in Florida und dann habe ich eine Mickey Maus Angel bekommen. Und mein Großvater, der ist aus den USA und der angelt halt gerne in Florida und der wollte mir das halt mal so näher bringen als Bonding Experience. Und dann habe ich geangelt, dann habe ich einen Kugelfisch geangelt und dann haben wir den zurückgeworfen. Ein Kugelfisch hast du geangelt? Ja, der war dann so richtig so ein Pufferfisch, weißt du, ist dann so richtig aufgeblasen. Guck mal, was ich hier geangelt habe gerade eben, nämlich, warte. Wo komm ich rein? Zack. Ja, genau, so einen habe ich geangelt. Mit meiner Mickey-Maus-Angel, die ich hatte. Ja. Aber das war schön. Also, das war schon eine witzige Sache irgendwie. Ich finde das jetzt eigentlich nicht gut. Ich würde jetzt heute niemals wieder angeln, weil es einfach so eine... Es ist halt total bescheuert, ja. So. Wieso ist so bescheuert? Finde ich jetzt also nicht. Vor allem, also, wenn du jetzt im Urlaub bist so, und du bist an so einem geilen Strand und so, und ja, hältst du die Angel dann da rein, holst du so einen geilen... Ja, aber wenn du sie dann zum Spaß angeln vielleicht nicht, aber wenn du sie danach isst... Das meine ich ja, es gibt ja auch so Sportangeln, wo es wirklich nur darum geht, halt möglichst viele Fische und so zu angeln. Und, ja. Und dann werden die zurückgeworfen und die sind dann aber halt meistens eigentlich verletzt und deswegen ist das eigentlich nicht so cool. Ja, klar, nee, angeln und das dann alles hier zurückwerfen, ist nicht auch ein bisschen komisch. Ja. Aber wenn du so entspannt... Wenn du deinen einen Hering angelst, den du dann schön brätst abends... Ja, auch wenn du ein paar Heringe für die ganze Familie vielleicht holst, das finde ich auch schon okay. Also ich meine, wenn man, sag ich mal, und du musst ja auch nicht jeden einzelnen Fisch, den du rausholst, auch essen, weil vielleicht ist einer vielleicht einfach nicht so gut und so weiter. Aber wenn du, sag ich mal, mit dem Ziel rangehst, das, was du angelst, auch wirklich essen zu wollen, dann finde ich das absolut legitim. Okay, aber halt nicht so dieses Just for Fun, das finde ich nicht so. Nee. Das und das war halt damals so Just for Fun. Und, aber es war trotzdem irgendwie cool, weil man war da so mit, also so, es wurde dann Abend und dann haben da so ganz viele Leute überall gestanden und haben so für sich geangelt und dann sind so Delfine im Hintergrund rumgesprungen. Das war schon krass irgendwie. Aber habt ihr nicht irgendeinen Fisch da mitgenommen zum Essen auch? Nee. Echt nicht? Mein Papa wollte mir das nur mal so zeigen, wie das krass. Ist. Ja. Ja, aber ich habe diese Mickey Maus Angel habe ich ganz lange behalten danach noch. Fand ich toll. Und dann hab ich auch so Gummiwürmchen gehabt, weißt du, und so. Ja. Aber keine echten. Nee, ist auch ein bisschen ekelhaft so eigentlich, ne? Wenn man da so richtige Sachen benutzt. Hast du irgendwas schon geangelt? Ich habe immerhin schon den Sattel, aber irgendwas, was sozusagen kein Fisch ist. Nur Fischies. Oh, ich habe gerade eine Bowl habe ich geangelt. Eine was? Eine Bowl. Was ist denn das? Das ist eine, wo ist denn die hingeflogen, aber... Also ich bin mir relativ, relativ sicher, dass gerade irgendwie so eine Schale ist. Ist das, was da unten liegt? Ja, lol, wie weit ist das denn geflogen? Lol. Ja, was ist das? Das ist einfach nur ein, eine Holzschale. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgesammelt habe. Eine Bowl. So, ja. Für Schüssel, ja. Ja, die kam, ich hab hier einfach geangelt, ne? Also, was soll ich sagen? Die kam... Ich habe bisher wirklich nur Fische, leider. Also ich hab auch eine Verzauberung bei mir drauf, deswegen bekomme ich es halt eher. Aber eigentlich, also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob wir auch so mal angeln sollen. Ja. Das gibt halt auch richtig XP, ne? Also nicht so schnell wie unsere Farm im Nether, aber wie du vielleicht bemerkst, bekommst du auch gerade ein bisschen Level nach und nach, ne? Stimmt schon, ja. Und wenn man halt eine Nacht durchangelt, hast du halt auch richtig viele Level. Also das ist halt so eine AFK-Sache. Ist die Frage, ob wir sowas mal bauen sollen. Ist halt so ein bisschen Mechanik von Minecraft ausnutzen. Aber ich finde es cool, das war früher, glaube ich, nicht so, als Angeln rauskam. Das ist jetzt schon viel besser als früher, dass jetzt wirklich so, du siehst, wie so ein Fisch da so hingeht und geht das dann so nach unten und so. Und man angelt ja schon viel so zum Essen. Also ist das erste Mal gerade, dass ich richtig in Minecraft angel. Und es macht mir Spaß irgendwie, ich finde das cool. Auch wenn es echt eigentlich simpel ist, aber gerade wenn man... Ein bisschen beruhigend, oder? Ja. Hier einfach so steht und... Und gerade wenn man irgendwie so eine gute Angel hat hier, dann bekommt man ja schon auch ziemlich, ich weiß nicht... Du bekommst aber auch ziemlich viel, das ist eine Standardangel, ne? Ja, aber ich sammle echt nur Fische, also ich hab... Lol, ich hab auch Schuhe bekommen. Ja. Ich hab auch Schuhe. Was für ein Mist. Einfach Schuhe habe ich bekommen. Ja, mit denen kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen. Na gut. Na, und jetzt kommt nichts mehr, oder? Nee. Man muss... Okay, ich würde sagen, wir holen die Fische mal und weil ich hatte gehofft, dass wir jetzt irgendeinen irgendein Buch noch bekommen. Das wäre halt geil, weil das ist alles cool. Das wäre schon cool gewesen. Ich glaube, das ist eines der besten Sachen, das man bekommen kann, sind verzauberte Bücher tatsächlich, weil jetzt kommt wieder einer. Na? Wieder nur ein Fisch. Wieder ich nur ein Fisch. Mal die Fische weil hier. Ich habe ja Köder und das ist Wartezeit bis zum Anbeißen geht runter. Ah, und ich habe ja Stufe 2. Deswegen kann ich so gut angeln. Minus 10 okay, Sekunden. Ja.
Deswegen kann ich sozusagen mehr angeln. Und Wahrscheinlichkeit für Fisch, Fang statt Müll oder Schatz. Ah, okay, aber Wahrscheinlichkeit geht hoch. Das ist natürlich schlecht eigentlich. Das will man ja nicht. Nee, Köder ist eigentlich schlecht. Man braucht eine andere Verzauberung. Es sei denn, man will Fische. Wenn man so angelt wie ich, will man Fische haben. Zumindest habe ich viele Fische jetzt hier bekommen. Na, da kommt wieder einer. Zack. Deswegen habe ich jetzt so viele Fische gegangen. Ich habe einfach 17 rohe Kabeljau. 17. Na gut, das muss mir erstmal reichen. Es gibt aber halt auch andere Verzauberungen für die Angeln. Und da bekommt man, glaube ich, dann mehr aus einer. Mehr für eine Angel. Aber das sehe ich gerade nicht, was das ist. Kann man gar nicht braten. Glück des Meers. Die Verzauberung Glück des Meers verringert die Wahrscheinlichkeit, wertlosen Trödel zu angeln. Wahrscheinlichkeit für Schatz auf Stufe 3 plus 3% immerhin. Das ist natürlich eine starke Sache. Anstatt, dass man so irgendwie Schuhe und sowas bekommt. So, Fische kommen hier schön rein. Das ist doch nice, dass wir ein bisschen was zu essen haben. Und den Kugelfisch, den kann man, glaube ich, irgendwie für eine Verzauberung nutzen. Den kann man für irgendeine Verzauberung, glaube ich, nutzen. Und was auch wichtig ist, was wir geangelt haben, ist die Nautilus-Schale. So, Sattel auch. Weil die Nautilus-Schalen können wir auch noch benutzen, um was Besonderes zu craften. Aber das machen wir alles in einer der nächsten Folgen, Leute. Das machen wir so. Für heute war es das auf jeden Fall. Vielen Dank euch mal wieder fürs Zuschauen. Hier von den Angelfreunden Kati und Tena. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen 15 Uhr. Club der Angelfreunde. Club der Angelfreunde. Morgen auf dem Kanal von Kati. Und da bin ich gespannt, was ihr uns in die Kommentare schreibt. Macht's gut. Ciao, ciao.